Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und da fallen die Barmin runter. Ich habe versucht wirklich alles hinzukriegen, aber es geht einfach nicht. Ich habe es geschafft, dass wir im Baumodus wieder unsere Strukturen haben. Ja, das ist schön für dich. Komm, weg. Das heißt, wir können wieder bauen. Allerdings musste ich dafür... Wie schön, dass das Spiel halb auf Englisch ist. Ja, die Elemente neu installieren. So, da sind die Elemente verschwunden, weil, keine Ahnung. Neue Fallout 4, neue Fallout 4 Patch. Und ja, jetzt haben wir den Salat, dass wir quasi, hier erstmal die Umrandung verloren haben. Mein Haus ist komplett leer. Das Patch steht wenigstens noch da. Und ja... Das muss alles irgendwie wiederhergestellt werden. Ich will gar nicht zur Festung gehen, um zu gucken, was da ist. Es ist höchstwahrscheinlich kaum noch was da. Und es gibt noch was anderes zu fixen, und zwar mein Pip-Boy. Das ist an sich gar kein Problem, denn sobald ich in die Power-Rüstung steige, ist alles in Ordnung. Aber ich muss es irgendwie gefixt bekommen, und da wird noch sehr viel Zeit drinne stecken, das alles heil zu machen. Ich hab mich immer schon gefragt, wie du wohl als Roboter aussehen würdest. Das Gute ist halt, dass jetzt das DLC draußen ist. Und wir das DLC spielen von der Nuka-Cola World. So dass ich da noch ein bisschen Zeit habe, das alles zu fixen. Und ja, bis ich anfange zu bauen, möchte ich das alles aber erstmal gefixt haben. Weil ich nicht möchte, dass die Gegenstände verschwinden, sobald wir bauen. Und wir machen erstmal das DLC, ne? Ja, komm, wir machen das DLC. Wir haben hier eine neue Quest bekommen, alle an Bord. Was haben wir noch? Achso, stell das Radio auf dem Funksignal, hast du nicht gesehen. Hatten wir nicht noch mehr Quest? Egal. Alle an Bord machen wir. Und das ist die DLC. Und dafür müssen wir nicht da oben hin. Sondern, oder doch? Nur die Markierung, oder? Ne? Quest? Achso. Kann das sein, dass ich... Nein, wir sind doch hier auf Mods. oh ja, hier seht ihr meine Mods, das ist schön. Ich glaube, ich habe einfach nur das Radio ausgemacht, ne? Ja. Darf ich natürlich nicht. Hallo Kinder! Vergesst nicht, dass Nuka World nur noch wenige Wochen im Oktober geöffnet hat. Kommt Corki und mich ein letztes Mal besuchen, bevor wir den Winter überschließen. Und vergesst nicht, eure leeren Nuka-Cola-Flaschen mitzubringen, um 15 Dollar Ermäßigung zu erhalten. Oh mein Gott! Steigt ein in den Nuka-Express und bewundert die Nuka-Familie, solange es noch geht. Der Nuka-Express ist über das Nuka World Transit Zentrum erreichbar. Das Parken ist gebührenpflichtig. Preisänderung zum Ende der Saison vorbehalten. Nuka World, Nuka Express und die Nuka Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka Cola Corporation. Ja, cool, sie schneidet das Fleisch wirklich ab. Es wächst nur nach. Egal. So, wir haben unsere Quest aktualisiert. Begib dich zum Nuka Cola Transitzentrum. Dafür müssen wir da nach unten gehen und ich bin gespannt auf das DLC. Yay! Ich hätte zwar gerne gebaut, aber es hat ewig gedauert, das alles so hinzukriegen, wie es jetzt ist. Irgendwo ein bisschen ironisch, oder? Dass ich alles hingekriegt habe zum Bauen und dann können wir doch nicht bauen, weil ich noch den Rest machen will. Ja, egal. So. Auf geht's, Abmarsch, Freunde. Wie die FPS sich einfach stabilisieren, sobald wir aus unserer Bude draußen sind. Crazy. Einfach crazy. So. Ich hoffe, dieses DLC wird genauso geil wie Fahaber. Wenn nicht, ist das eine herbe Enttäuschung. Weil, was ich sehr, sehr schade finde, ist, die haben echt ein geiles Spiel gemacht mit Fallout 4. Aber nur zwei Story-DLCs. Normalerweise kriegen wir 3 bis 4. Und ja, wir haben natürlich andere DLCs bekommen. Die sind auch in Ordnung. Aber irgendwo
Fehlt doch da ein kleines Stück. Ein bisschen mehr Spielspaß. Na klar, ist schon viel Content, was die gebracht haben, aber... irgendwie nicht das, was alle wollten. Und ich vermute mal, dass wir bei der Nuka-Cola World wieder nicht reisen können. Mal gucken, ob ich dafür eine Mod finde. Also, Mods haben einfach mal mein ganzes Spiel gesprengt, aber ich suche weiterhin Mods. Nuka-Cola World. Niemand untersucht das Signal, bis der Ort nicht gesichert ist. Da! Oh, hat mich ganz schön erwischt! Wieso nimmst du keinen Schaden? Tot? Na komm. Kann ich nicht das Auto kaputt machen? Jetzt ist er so tot. Ah, ich liebe meine neue Waffe. Die ist cool. Oh ja. Oh. Du bist nicht tot? Du hast nicht mal Leben verloren? Okay. Oh, die Waffe ist so cool. Was? Wer schießt? Wo? Hä? Hallo? Nuka-Cola World. Schluss mit lustig! Frag mich, wie es hier vorher aussah. Ich find's cool, dass ich die Leute markieren kann. Wo denn? Du hast die Rüstung gesprengt. Weißt du, komm, zieh dich auf dich, bist du weg. Ja, ich muss sagen, die Waffe ist deutlich besser als unsere alte Waffe. Unser, wie hieß das Ding nochmal? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich kann einfach schneller damit schießen, habe ein größeres Magazin. Hörst du wohl auf, Stimpacks hier reinzuziehen? Jetzt macht das sich aber unsichtbar. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Oh, hinter mir explodiert gleich was. Kommst du mal da raus? Wir schießen da schon wieder. Hau ab! Gut, ich kann nicht sehen. Markiert. Hast du sie gesehen? In diesem Job musst du das unerwarten. Alter. Das waren viele. Und ich glaube, das da hinten war der Boss, weil er sich selbst geheilt hat. Und du? Du bist nicht gestorben. Verstehe, das einer. Aber was wollen die Jungs in der Nuka-Cola World? Frag mich echt, wie das aussieht. Ob da immer noch gefeiert wird? Da geht's runter, aber was gibt's hier noch so Schönes? Hui! Hui! Gott, das war knapp. Ein Fahrstuhl. Bringt uns wahrscheinlich nur runter, ne? Was haben wir denn hier? Ein kleines Schlösschen. Was verbirgt sich dahinter? Müll. Könnte ich wetten. Schön. Na gut, Munition. Immerhin. Besser als nichts. Na gut, ab in den Fahrstuhl gucken, wo wir dann kommen. Höchstwahrscheinlich auf dem Boden. Würde ich jetzt mal stark annehmen. Schlussendlich ist das hier einfach nur eine Parkgarage, ne? Ja, da werden wir wieder unten landen. Bin gespannt. Ja, war klar. Na gut. Auf zu Nuka-Cola World, Freunde. Och man, Leute, macht noch ein DLC. Ich kann doch nicht aufhören. Das ist Fallout. Ich muss neu anfangen, wenn das vorbei ist. Natürlich nicht auf YouTube. Für mich alleine. Hi, was geht? Oh Mann. Scheiße. Die werden sterben. Wer? Was ist denn geschehen? Raider. Diese Bastarde haben eine Familie. Du musst mir helfen. Bitte. Also erstens bist du nicht verwundet, weil ich kein Blut sehe. Zweitens glaube ich, dass du ein Troll bist. Du lockst mich irgendwo hin, um mich auszurauben. Du siehst schlimm aus.
Erzähl mir mehr darüber. Meine Familie und ich trafen ein paar Händler. Sie meinten, sie würden eine sichere Siedlung kennen, in Nuka World. Aber als wir eintrafen, das waren Raider, die uns an der Nase rumgeführt haben. Ich konnte fliehen, aber meine Frau und mein Sohn sind noch da. Ich wollte Hilfe holen und zurückgehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, eine Kugel abzukriegen. Ja, Kugel, ja. Deine Familie ist tot. Deine Familie ist wahrscheinlich tot. Sag das nicht. Ich gebe sie nicht auf. Das kann ich nicht. Du bist aus einem bestimmten Grund hier. Das musst du einfach. Ich habe einen Sender angemacht und gehofft, dass jemand kommt. Hätte nie gedacht, dass es klappt. Aber du bist da. Das muss ein Zeichen sein, oder? Bitte, ich flehe dich an. Ihre Zeit wird knapp. Wenn nicht für sie, dann mach es der Kronkorken wegen. Bring sie sicher zurück, dann zahle ich. Versprochen. Okay, ich habe vergessen, dass ich eine Tussi hinter mir habe. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Lass mich einfach hier. Nur meine Frau und mein Junge sind wichtig, hörst du? Bitte sag mir, dass du es machst. Heißt das, du machst es? Ja. Na gut, ich helfe dir. Oh, Gott sei Dank. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für das Einschienenbahnsteuerungsterminal. Am schnellsten kommt man mit dem Nuka-Express nach Nuka World. Aber ich habe ihn abgeschaltet, damit diese Bastarde mir nicht folgen können. Such im Büro nach dem Steuerungsterminal, um die Bahn wieder mit Energie zu versorgen. Und beeil dich. Wer weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Diese verfaulten Zähne, die jeder hat. So ekelhaft. Das hätte ich ruhig auslassen können bei der Realität. Ah, jetzt muss ich auch noch einbrechen. Jetzt hätte ich nichts Besseres zu tun. Und ich werde mal euch, das ist einfach nur so ein ganz mickriges DLC. Das wäre richtig traurig. Ja, cool, hat sich ja voll gelohnt, hier reinzugehen, ne? Okay, ich vermute mal, wir müssten die Einschienenballen wieder aktivieren. Warum? Oh. Ja, dann halt nicht. Dann gehe ich halt durch die Tür, wie normale Menschen. Ich bin aber nicht normal. Coca-Cola Souvenirtasse. Wir sammeln Souvenirs, Freunde. Alter Schwede, sammeln wir Souvenirs. Oh. Was ist denn das? Woher kommt diese Verunreinigung? Egal. Fahrplan der Einschienenbahn. Der Nuka Express fährt planmäßig alle 15 Minuten. Dieses System informiert die Firma über alle nicht autorisierten Verzögerungen. Sonntag bis Donnerstag, Freitag bis Samstag. Lest es euch selbst durch. Stromverwaltung. Energiestatus der Transblabla-Systemsteuerung, Turm, hast du nicht gesehen. Abgeschaltet. Notenergie ein, Hilfsenergie aus, Schienenenergie aus. Strom aktiviert. Hilfsenergie aktivieren. Nuka-Cola verkündet mit Stolz, wir sind die einzigen an der Ostküste, die Nuka-Cola-Quartz und Nuka-Cola-Victory im Programm haben. Probieren Sie sie noch heute. Noch mehr Souvenirs, ja. Eine Souvenirjäger. Oh, Moment jetzt. Oh, Haarklammern. So, was steht denn da noch drin? Nein, kennen wir schon. Wartungsanfragen. 2.10.77, verstopfter Brunnen. Abgeschlossen, eingetragen von Ki-O-Ko-Ruk. Irgendein Kind hat wieder Kaugummi in die Düse das des Brunnens gestopft. Das große Halloween-Spuktakel von Nuka World beginnt nächste Woche. Ticketreservierungen für diese Abendveranstaltung sind am Haupteingang möglich. Ja, ist gut. Ich werde mal kurz mit der Maus aus dem Bildschirm fahren. Somit bleibt das Spiel nämlich stehen. Gimekei. Habe ekelhaften, grünleuchtenden Kaugummi aus der Düse entfernt. Empfehle Überwachung, um den Wiederholungstäter ausfindig zu machen und zu bestrafen. Ein dauerhaftes Hausverbot für den Park wäre ideal. Das ist jetzt das sechste Mal. Okay. Durchsagen werden wiederholt. Bildschirm klicken. Abgeschlossen, eingetragen von P. Redding. Über die Lautsprecher wird immer wieder die Durchsage zu Nuka Cola Dark abgespielt. Oh, Nuka Cola Dark, was ist das denn? Zugewiesen an G. Mackey.
habe das Durchsagesystem, das sich in einem schrecklichen Zustand befindet, neu gestartet. Ich empfehle Todesstrafe für den widerwärtigen Typen, der sich das ausgedacht hat. Am Samstag habe ich frei, falls jemand ein Erschießungskommando zusammenstellen möchte. Alter, wie... Hallo? Wie krank seid ihr denn? Protektoren reagieren nicht. Eingetragen von Keo Rook. Einer der Protektorns reagiert nicht mehr. Er steht regungslos vor dem Aufzug und blockiert den Fußgängerverkehr. Zugewiesen an G. McKay. Was haben wir heute gelernt? Protektrons müssen jeden Abend in ihre Ladestation zurückgebracht werden. Ich empfehle, dieses Transitsystem von fähigen Personen zu führen und den Job nicht irgendeinem Kind zu geben, dessen Papa in der Vertriebsabteilung arbeitet. Verstopfter Brunnen. Schon wieder? Nuka World, halt die Fresse. Eingetragen von Keo Rook. Die Düse des Brunnens wurde schon wieder durch Kaugummi verstopft. Zugewiesen an G. McKay. Habe diese abscheuliche Verstopfung abermals entfernt. Ernsthaft. Dafür wird das Gör bezahlen. Ich habe den Protektron ein bisschen modifiziert, damit er ein Auge darauf wirft. Wir allen Gästen mitteilen, dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugute... Ja. Eingetragen von P. Redding. Die Tür der Einschienenbahn schließt nicht richtig und bleibt einen Spalt weit offen. Zugewiesen an G. Crosby, jemand Neues. Die Auskleidung war alt und ist herausgefallen, daher konnte die Tür nicht geschlossen werden, habe sie ausgebaut und ersetzt. Ja, das war cool. Kommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Mitarbeiterbenachrichtigung. Service mit einem Lächeln. An alle Mitarbeiter. Die Nuka-Cola Corporation hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Die ersten Nuka-Cola World-Mitarbeiter, auf die unsere geschätzten Kunden treffen, befinden sich hier im Transitsystem. Daher erwarten wir von Ihnen stetige Hilfsbereitschaft und gute Laune. Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass dies Teil Ihres Arbeitsvertrags ist. Das Versäumnis, dieser Aufforderung nachzukommen, zieht eine fristlose Kündigung nach sich. Okay, wer nicht lächelt, der fliegt. Cool. 2.10.77, aktualisierter Herbstzeitplan. Sie haben etwas verloren. Halt die Fresse. An alle Mitarbeiter. Beachten Sie bitte, dass sich der Zeitplan für den Monat Oktober geändert hat. Dies ist unser letzter Monat in der Saison. Also geben Sie noch einmal alles. Die Firmenleitung. Dann kommen Sie ins Fundbüro am Haupteingang. Dort erhalten Sie Ihre Sachen gegen Zahlung einer kleinen Gebühr wieder. Alter, du verlierst was und zahlst dafür. 13.10.77, entlassener Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter. Die Nuka-Cola Corporation untersucht derzeit den ehemaligen Mitarbeiter Gordon McKay, G. McKay. Deswegen hat sich der Name geändert. Nachdem eine Protektor-Fehlfunktion zu Verletzungen bei einem Kind geführt hat, reden Sie bitte mit niemandem außerhalb der Firma über diese Angelegenheit. Oh, ich verstehe, was passiert ist. Töte das Kind. So. Dann wollen wir mal aufbrechen. Auf zur Nuka-Cola World. Wenn Sie etwas suchen, um erfrischt durch die Tür zu kommen, probieren Sie Nuka-Cola Dark. Der erfrischend bekannte John Caleb Bradburn, der Erfinder von Nuka-Cola, war die treibende... Ach verdammt, zu schnell Ladescreen. Das war interessant. Tag. Im Namen der Nuka-Cola Corporation möchten wir Sie an Bord der Nuka Express Einschienenbahn willkommen heißen. Oh, oh. Bleiben Sie aus Sicherheitsgründen bitte während der Fahrt sitzen oder benutzen Sie die Handläufe. Wir werden fallen. Wenn Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite richten möchten, können Sie Nuka Worlds berühmten Fistop Mountain sehen. Mit seinen mehr als 100 Metern ist der Fistop Mountain das höchste Bauwerk in Nuka World. Dort finden Sie außerdem das 5-Sterne-Restaurant Fistop Grille. Als nächstes kommt das Herz von Nuka World. Nuka Town, USA. Mit der Cola Cars Arena. Hallo? Ach, also, Harvey hat einen neuen Dummkopf hergebracht, der seiner Familie helfen soll. Kaum zu glauben, dass der Trick noch funktioniert. Ich habe nur kurz Zeit, also hör mir zu, und zwar ganz genau. Mein Name ist Gage, Porter Gage, und die Wahrheit ist, du wurdest reingelegt. Echt? Es ist keine Rettungsmission.
sondern eine Todesfalle. Aber wenn du da irgendwie lebend rauskommst, habe ich ein interessantes Angebot für dich. Bis dahin, viel Spaß und sorg für eine gute Show. Ich werde dich beobachten. Ich hab's gesagt. Nuka-Cola Station. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Ich bin ein Keller, ganz ehrlich. Ich bin einfach nur ein Keller. Na gut, kriechen wir raus. Wir tun uns einfach kriechen. Was meine Lieblingsgauner da draußen? Was ihr es noch nicht mitbekommen hat, es gibt Frischfleisch für die Feuerprobe. An diesem Ort würde selbst ein Mutant Albträume bekommen. Feuerprobe, ja? Bin gespannt. Ich hoffe, hier gibt es wieder was Cooles zu sammeln. Mehr Schein als Sein. Was haben wir für Quests bekommen? Mehr Schein als Sein. Überlebe die Feuerprobe. Ich habe Fallen gesehen auf dem Bild. Das gefällt mir nicht. Nuka-Cola Informationsterminal. Die Tasse habe ich gesehen. Du bist tot. Suche, Systemfehler, Auswahl, du bist sowas von tot. Verweist nicht auf eine gültige Datei. Du bist sowas von tot. Viel Spaß beim Sterben. Zeit zu sterben. Okay. Die Tasse, ich weiß. Du Kakao-Ticket. Solange du das Zeug trägst. Souvenir-Trinkglas, ja. So, schauen wir mal, wer sich hier tummelt. Wer unbedingt sterben will. Was haben wir hier noch? Portal Gun? Na, immerhin ist die noch aktiv. Das Gesicht. Und weg ist er! Hoffen wir, dass unsere neueste Beute sich inspirieren lässt von unseren letzten Opfern. Zeig's. Zeig's, alter Brief. Alter, wo ist denn das? Sykes, du wertloses, nichtsnütziges Stück Scheiße. Du hast dir nicht nur mein ganzes Jet reingepfiffen, sondern auch noch Fade für lausige 100 Kronkorken verkauft, um das wieder gut zu machen. Diese verdammte Minigun war mehr wert als dein Leben. Du hast mich das letzte Mal verärgert. Ich bin raus. Ich kümmere mich nicht mehr um dich. Viel Glück. Die sind nicht aktiv. Ich markiere nochmal den anderen, den wir gesehen haben. Ah. Und das ist noch einer. What the fuck? Huh. Bitte was? Okay. Ich sterbe sehr schnell. Ich habe wahrscheinlich auch nicht viel Leben. Doch, ich habe nicht viel Leben. Und weg ist er! Hoffen wir, dass unsere neueste Beute sich inspirieren lässt von unseren letzten Opfern. Da muss doch. Was? Ich hab's doch gesehen. Warsch mich nicht. Jetzt hab ich dich. Ich kann dich durch die Wand schießen, oder? Oh. Da kommt jemand. Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option. Augen hoch! Geschütztürme! Was du nicht sagst, Bro. War ja klar. Du hast es vermasselt, du Idiot.
War das echt alles? Mach weiter! Scheißegal, was du tust! Die Feuerprobe erwischt das Ende sowieso alle! Was ist noch hier? Ein Glas! Ja, und noch mehr Gläser. Souvenirs ohne Ende. Ich nehme alle Gläser mit, Freunde. Ich nehme alles mit. Das sind meine Souvenirs. Ich liebe Nuka-Cola. Und da bist du. Ja, wieso schleichst du nicht, Bro? Wieso läufst du hier durch die Gegend? Kein Wunder, dass sie dich töten wollen. Aha, versteckt. Ich finde sie alle. Okay. Ach, das war dein Kopf, ich verstehe. So, ich glaube, damit können wir weiter. Wir haben, glaube ich, alles so wie dies mitgenommen. Ist da noch was drin? Jawohl. Nuka-Cola-Becher. Sieht aber aus wie ein normaler Becher. Komm schon, Opfer, solange wir noch jung sind. Was willst du denn genau sehen? Ist das Kopf? Ja, cool. Machst doch kein Loot, schade. Unser neues Opfer weiß, wie man Kugeln ausweicht. Gut, dass wir noch mehr Überraschungen für ihn haben. Meinst du die Flammenwerferfalle? Du bist lächerlich. Ach, so sieht's aus. Das ist zu leicht. Jetzt werde ich auf sowas... Ist das dein fucking Ernst? Geh da bloß weg. Jetzt werde ich auf sowas reinfallen würde. Ich bitte dich. That's so easy going. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Ja, tut mir leid, ich muss die Fallen entschärfen, Mann. Brauch Concentration. Ist das eine Kettensäge? Da ist eine Pistole eingespannt. Crazy. Achso, deswegen. Shotgun. Ja. That was easy. Dann gehen wir mal höher. Das kann klappen. Gut, Freunde, und was uns hinter dieser nächsten Ecke erwartet. Das erfahren wir wohl in der nächsten Folge von Fallout 4. Haut rein, euer Zero. Tschüss.